Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Singleplayer. Ich hatte es ja schon angekündigt gehabt am Sonntag, also vorgestern, dass LPT Minecraft erstmal eingestellt ist. Und deswegen werden wir jetzt hier munterfröhlich erstmal im Singleplayer weitermachen. Wir haben ja hier schon ein bisschen Rüstung. Wie ihr seht, ist auch hier die Grafik ein bisschen anders. Fragt mich nicht warum. Aber ich habe irgendwie, ich habe es noch nicht rausgefunden, aber irgendwie ein bisschen verstellt an meinen Resource Packs. Aber ich finde es gar nicht mal so. Aha, interessant. Gar nicht mal so hässlich. Und deswegen, jetzt machen wir hier erstmal das hier weg, damit hier nicht wieder was hochgesprungen kommt. So, und wir gehen mal kurz hier hoch. Ich muss nämlich auch ganz ehrlich sagen, da ich mich jetzt erstmal orientieren muss wieder. Ja. Und ich muss sagen, naja, also hundertprozentig gefällt mir dieses Resource Packets gerade nicht so. Muss ich zugeben. So, also wie auch immer. Wir haben ja hier unser Baumhaus gebaut. Na komm. Was wir noch brauchen, sind Fenster. Ja. Und diese Fenster werden wir jetzt mal machen. Damit es da oben nicht mehr so zieht. Wenn wir eventuell noch Fenster haben. Wir machen mal kurz hier zu, dass hier nicht irgendwas wieder reingerannt kommt. So, wenn wir kurz gucken. Hier haben wir. Wir haben hier 13. Sand brauchen wir erstmal nicht. Komm, hoch. Das können wir auch wieder raus tun. Kohle behalten wir. Hier mal fahren. Okay. So, dann gehen wir wieder hoch. Mal kurz hier. Bisschen was essen, damit wir hier wieder fit sind. Und dann werden wir jetzt erstmal hier oben Fenster reinsetzen. Damit es, wie gesagt, hier nicht mehr so allzu doll durchzieht. Ne? Man kennt ja jeder. So, perfekt. Dann haben wir hier jetzt mal zu. Dann, okay, müssen wir wieder runter. Können die Tür einfach mal auflassen, weil Zombies kommen hier nicht hoch. Aber, Moment, ich bräuchte Wolle, weil ich möchte mir dann doch ein Bett da oben hinstellen schon mal. Habe ich hier, ich habe noch Wolle. Sehr schön. Wir machen und also, ja, sehr intelligent. Brauchen wir 3 Stück. So, und zwar, sollte das so funktionieren, ne? Genau. Und dann haben wir erstmal ein Bett. Dann, machen wir uns mal eine Kiste. Beziehungsweise machen wir so große oder zumindest mal 2. Genau. Bett haben wir da oben. Dann, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Den Rest können wir eigentlich oben machen, stimmt. So. Und dann sollten wir uns. Und dann könnte man sich mal Gedanken machen, wie man das dann hier oben weiter spinnen will. Weil wir haben jetzt mal gemütliches Haus hier oben gebaut. Ah, hier haben wir Werkzeug, Dingskirchen. Dann machen wir uns einen Ofen. Hallo.
Der kommt dann einfach hier hin. Und dann Kisten. Hier eine große. Und ein Bett. Damit wir einfach hier oben direkt schlafen gehen können. Bett stellen wir hier hin. Sehr schön. Dann hätten wir das auch. So. Machen wir hier. Beziehungsweise. Achso, ne, brauchen wir ja gar nicht. Schöne Musik. Wir brauchen Fackeln. So, damit hier hinten mal eben nichts spawnt. So. Und dann setzen wir einfach mal einen Erdblock hier hin. Mit einer Fackel drauf. So. So. Und der ursprüngliche Plan war ja mal, dass wir uns zu diesem Haus hier oben ja, hier oben so eine Art Dorf bauen. Jetzt ist die Frage, wollen wir das direkt anfangen jetzt oder nicht? Also ich habe hier auf jeden Fall noch Holz. Könnte ich zumindest schon ein bisschen was anfangen. Also genug Bäume hätten wir hier in Reichweite, wo wir dann was bauen können, wo wir auch Stege bauen könnten. Bloß nicht runterfallen jetzt. Die Frage ist, wie sollen die Stege aussehen? Sollen die mit Tropenholz gebaut werden? Sollen die damit gebaut werden? Das ist die Frage. Ich hatte ja ursprünglich den Boden hier so gemacht und darauf Tropenholz, ne? Aber ich habe von dem Holz hier halt so, von den Baumstämmen an sich nicht so viel. Deswegen würde ich fast sagen, wir nehmen die hier. Oder wir machen Stufen draus. Obwohl, ne, ich bin eher für die Blöcke. So, wo bauen wir hin? In welche Richtung sollen wir? Darüber oder darüber? Kann mal, komme ich hier? Ne, Moment. Mal kurz hier rein. Es regnet natürlich, ist natürlich jetzt nicht so schön. So, also da unten ist ja unser mehr oder weniger hässliches Haus. So. Also hier Kerzen gerade rüber macht keinen Sinn. Erstens mal, ja, habe ich da ja ein Haus. Und zweitens macht es auch nicht wirklich viel Sinn. Also ich würde sagen, dass wir entweder hier rüber bauen. Das schauen wir uns mal von hinten an. Können wir schon schlafen gehen? Weiß es gar nicht. Nee. Okay. Dass wir entweder in die Richtung bauen. Das sieht es aber nicht so gut aus. Oder dass wir jetzt hier einfach, dass zum Beispiel hier an dem Baum hier was Neues entsteht. Oder eben hier. Dass wir vielleicht hier direkt was hinbauen. Das ist natürlich die nächste. Dass man vielleicht hingeht und sagt, ja, die Blätter, die lassen wir. Und dann kommt man hier rüber. Dann könnte man hier sogar eine Stufe hinbauen noch. Ja, genau. So. Die Axt. So, sehr schön, konnten wir auffangen. So. Und so. Dann hätte man hier zumindest mal schon mal eine Verbindung. Und dann könnte man theoretisch, könnte man da oben auf die Krone was draufsetzen. Ja. Falsche Taste. Gut, haben wir auch gekriegt. Lalalala. So, jetzt mal kurz überlegen. Also hier ist so eine Stufe.
Jetzt muss ich mir das mal von der Seite angucken. Oder man macht einfach in de, genau, man macht einfach in der Ebene wieder was. Das fände ich, glaube ich, sogar cooler. Wenn man jetzt so hoch geht. Kurz hier das hier wegmachen. Dass man hier einfach so weitermacht. Und dann müsste man das hier noch wegmachen. So. Und dann. Dass man hier vielleicht. Ach, ich bin sowas echt schlecht. Da falle ich immer gern runter. Dass man hingeht und sagt. So. So in die Richtung. Ah, da kann ich ja drauf springen, gell? Also, dass hier dann so Türen auch hinkommen. Genau. Also, natürlich möchte ich jetzt auch gerade nochmal erwähnen, dass ich nicht wirklich so die Granate bin. Im Minecraften. Also, es wird jetzt nichts, nichts Tolles jetzt irgendwie sein. Erwartet nicht zu viel von mir. So, dann kommt hier wieder so, so ein Pfeiler hin. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich runterfallen. Sehr gut. Das ging ja schon mal ganz gut hier. Ah, guck mal, ja, mal können wir noch einen Setzling einsammeln. So. Schauen. Müsste vom Grundgerüst müsste das eigentlich erstmal passen. Also arg zu hoch möchte ich das möchte ich, arg zu groß möchte ich es nicht machen. So. Dann haben wir hier den Baum, der hier durchgeht sozusagen. Dann könnte man. Achtung. Hier die Verbindung wieder hin, herstellen. Gerade wegen dem Baum. So. Hier kommt eine Tür rein. Und dann. Kurz abchecken. So, genau. Die Verbindung zu dem Baum. Und dann bauen wir, setzen wir es hier noch hin. Dann könnte man. Haben wir noch eine Tür? Nein, wir haben natürlich keine Tür mehr. Ruckelt gerade ein bisschen, warum auch immer. Eine Tropentür. Ach, das sind gleich drei, gell? Naja, egal. Wir gehen mal schlafen kurz. Weil der Regen mich ein bisschen nervt. Und da sind wir wieder. Regnet es immer noch? Es regnet immer noch. Schön. Ah, es hört auf. Sehr cool. So, dann könnte man hier eine Tür reinsetzen. Hier würde es einfach so hoch. Genau. Und dann hätte man hier einen schönen Eingang schon wieder. Das wäre doch was. Könnte man hier Fenster reinhauen. So. Genau. Ah, das sieht auch gut aus. Dann vielleicht hier das weglassen für ein Fenster. Habe ich noch Glas? Ja, natürlich habe ich noch Glas.
aber nur noch zwei. Macht nichts, können wir wieder pausieren. Und an der Stelle machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Cut und wir sehen uns in 2 Tagen wieder zu Let's Play Minecraft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.